boah, manche fahren, das ist wie wenn sie fließt. Man darf nicht wie wenn sie fließen. Ein herzliches Willkommen wünsche ich euch, liebe Zuseher, auf meinem Kanal zum ersten Detailvideo, nenne ich das einmal, meiner ersten Serie Detailvideos. Es geht hier in diesen nächsten folgenden Teilen um die Hinterachse, und zwar möchte ich exakt genau zeigen, wie man die Achse zerlegt, reinigt, wieder zusammenbaut, Sachen erneuert, die erneuert werden müssen. Und ich verweise euch auch gleich auf meine Homepage unter www.stegi3178.at. Da ist das Ganze, das ich hier mache, nochmal ganz genau aufgelistet. Einfach bei den Teilen des Mantas auf die Hinterachse klicken. Ich bin gerade dabei, es ist immens viel Arbeit, die Homepage aufzubauen. Da sitze ich schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden dabei, weil ich eben versuche, das genau zu dokumentieren. Das habe ich auch hier vor. Und in dem ersten Teil geht es gleich einmal darum, die Hinterachse zu zerlegen. Dazu muss ich auch noch sagen, dass ich durch den Klausi, durch meinen zweiten Mantel, den ich habe, zwei Achsen habe. Und ich habe vor, dass ich eben beide Achsen gleichzeitig erneuere, kann man sagen. Nur die vom Manta, vom Klausi Manta, ist bereits zerlegt. Da gibt es auch ein Video davon. Es ist allerdings ungenauer als das, was ich jetzt machen möchte. Jetzt habe ich mir auch die ganzen Fachbegriffe herausgesucht, das war ganz schön viel Arbeit. Und ich beginne jetzt einmal am besten mit der Hinterachse. Eine Sache, die habe ich ja schon machen müssen, weil sonst würde mir die Achse ständig runterfallen, nämlich die Hinterachsverlängerung mit der Hinterachsverlängerungsbrücke. Die war hier drauf montiert. So. Dazu muss man vier Schrauben abnehmen. Das sind vier Imbus in diesem Falle. Wenn man die rausschraubt, dann kann man die Hinterachse an der Mitnehmerhülse abnehmen. Man muss dazu auch aufpassen, dass das Öl nicht rausrinnt. Gut, aber das kommt später. Jetzt geht es einmal darum, generell die Achse zu zerlegen. Und in meinem Fall liegt sie falsch da. Die gehört umgedreht. Muss ich mir gleich eine Schachtel suchen für die ganzen Schrauben, die ich habe. Weg hier. Gut. Gut, ich beginne also jetzt einmal, dass ich die Stoßdämpfer abnehme. Dazu mache ich die Mutter auf. Das ist eine selbstsichernde Mutter. Und bitte, jede selbstsichernde Mutter muss durch eine neue wieder ersetzt werden. Nicht unbedingt die alte wieder draufschrauben. Dann gehen wir den Schrauben durch und schon haben wir den Stoßdämpfer. Jetzt drehe ich gleich einmal die Achse um. Jetzt nehme ich den Stabilisator runter. Das sind einfach hier mit zwei Haltebleche ist der Stabilisator auf der Achse. Dann kann ich die Halterung abnehmen. Unten ist das nämlich eingeklinkt. So. Und hier habe ich einmal den Stabilisator. Jetzt, wo der Stabilisator weg ist, gehen auch die Schrauben raus. So, jetzt lege ich das Ganze einmal um. Das ist nämlich jetzt die Unterseite. So, jetzt nehme ich die Bremstrommeln ab. Die Bremstrommeln werden ja gehalten dadurch, dass der Reifen drauf ist. Das heißt, normalerweise müssten die jetzt einfach runtergehen. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. So, lege ich mal nach vorne. Ja, das hält. So, in meinem Fall geht das nicht so einfach runter, wie man gesehen hat.
So, die Bremstrommel geht deswegen nicht runter, weil die Bremse das ganze Rad spannt. Die Trommelbremse hinten hält die Trommel fest an ihrem Platz. Deshalb muss man sie entspannen. Die Bremse muss etwas zusammengehen, also gelöst werden. Da drinnen sind zwei Nachstellexpander. Und die möchte ich jetzt auseinander oder zwei zusammendrücken. Da gibt es hinten zwei Schrauben. So, in diesem Fall muss ich sie etwas losprügeln. Ja. Aber jetzt, liebe Freunde, das war jetzt eine etwas schwere Geburt, na ganz klar. Jetzt weiß ich auch, warum es gesperrt hat. Die Achse hat nämlich etwas gesperrt. Das kommt nur deswegen, weil auf dieser Seite hier die Halterung abgegangen ist. Die ist ausgerissen, zerrostet. Die hier diesen Bereich hält. Dadurch hat sich dieser Bremsbelag nach außen angeklebt. Das war der ganze Grund. Hier ist nämlich die Feder. Also das ist definitiv zerrostet. Die Bremsscheibe an sich selbst ist komplett eingelaufen. Die Bremsbeläge sind noch gut. Ich glaube auch, dass diese erst erneuert wurden, denn sonst lässt sich es nicht erklären, warum hier ein Eck auch ausgebrochen ist von der Bremstrommel. Da wurde ja auch mit dem Hammer drauf gedroschen. Ich glaube fast, da brauche ich zwei neue Bremstrommeln. Schaut so aus. Versuchen wir es zuerst wieder mit gut Glück, ob es geht oder nicht. Ich benutze wieder die Exzenterspanner. So. So. Hier kommt die zweite Trommel. Zack. Die ist leicht abgegangen, weil das eben noch in Stand ist. Aber auch diese ist komplett eingelaufen und wahrscheinlich nicht mehr brauchbar. Dann habe ich einmal die Bremstrommeln abgenommen. So, naja, schaut's. Dann geht das gleich wieder anders. Das waren alleine die Bremsen, die hier so marode im Zustand waren oder sind. Als nächstes muss ich das Öl ablassen, das hier drinnen ist. Hier hätte ich meinen Altölkübel. Jetzt lasse ich einmal das Öl aus. Man sieht nicht viel, aber es rinnt. Auf alle Fälle. Nachdem der Achse jetzt das Öl ausläuft, kann ich mich gleich um das nächste kümmern, nämlich die Bremsleitungen. Die müssen jetzt vorher ab, bevor ich die Hinterachswellen rausnehme. Dazu müssen zuerst einmal hier diese Laschen nach oben gebogen werden. Das scheint die Schere voneinander. Einmal. Da müssen die Bremsleitungen hier abgenommen werden. Dazu braucht man einen Zehnerschlüssel. Ansetzen. Man hat nicht allzu viele Möglichkeiten. In meinem Fall ist sie aufgegangen. Wenn es nicht geht, liebe Freunde, dann müsst ihr diesen Entlüftungsnippel abnehmen. Um Platz zu bekommen für den Schraubenschlüssel. Und zack, jetzt haben wir es raus. Mal die eine Seite.
Dasselbe mache ich auf der drüberen. Na? No. Ja, was ist mit diesem Entlüftungsnippel los? Also hier muss ich den Nippel abnehmen. Sehr seltsam, der ist komplett schief drin. Brauche ich einen Neuner. Also der wurde über Eck erpistonarisch. Gut. Das geht schon mal nicht so. Dann nehme ich das Ganze mit der Feststellzange raus. Ja, bist du narrisch. Na, hurra! Da wurde das Nippel komplett schief reingedreht. Und zwar so. Na jetzt. Schwerster Wert. Ja, das ist ein schöner Push. Na gut. Aber jetzt. Schauen wir, ob das da herüben auch so geht drüben. Nein. Da geht's schon nicht. Da brauche ich schon wieder meine Feststellzange. Zack. Geöffnet. Und abgerissen. Also gut, belassen wir es gleich dabei. Also diese Bremsleitung hier ist nicht. Ich brauche sie auch nur zur Vorlage. Denn natürlich beim Restaurieren dann kommt dann eine neue Bremsleitung. Deswegen ist mir das jetzt egal. So, hier habe ich einen Verteiler, der muss noch ab. Abgerissen. Sei es drum. Ich kann jedenfalls jetzt schon mal die Bremsleitung hier abnehmen. So, da haben wir den Kandidaten. Ich komme zum Ausbau der Antriebswellen. Die Antriebswellen werden gehalten von einer Halteplatte und müssen anschließend aus dem Achsgehäuse herausgezogen werden. Es gibt da eine Möglichkeit, wie man die am besten aufbekommt. Hier sind zwei Löcher in der Antriebswelle drin. Und das geht sich schön aus, dass genau über die ganzen Schrauben Muttern sind. Nimmt man eine 15er Nuss, schiebt ein bisschen, jawohl, die Bremsbeläge nach oben und dann kann man diese Schrauben schön öffnen. Und dann wieder ein Stück weiter drehen. Und das nächste. So, das ist die letzte Schraube. Nachdem man dann diese ganzen Muttern rausgenommen hat, muss man jetzt die Welle abziehen. Dazu kann man sich entweder das Spezialwerkzeug kaufen oder bauen oder was auch immer. Oder man macht die Low-Budget-Version, die ich hier mache, und zwar man braucht dazu zwei ordentliche Gewindstangen und eine Mutter dazu. Setze ich hinterbei mal die Schraube. Dasselbe auf der anderen Seite auch. Die Mutter. Das müssen große Schrauben sein, damit sie anstehen können. Nicht, dass sie. Die müssen größer sein als das Loch. Jetzt setze ich die Gewindstangen so an, dass die Gewindestange neben der Halteplatte sich befinden. Denn ich möchte es ja schließlich nur. Jawohl, ich möchte es ja schließlich nur aus dem Gehäuse rausziehen und nicht gleich von der Halteplatte abfressen. Es gibt dafür, wie gesagt, Spezialwerkzeug. Aber wer hin und wieder ab und zu mal eine Manta-Achse abnimmt, wird sich nicht dieses Werkzeug gleich kaufen. Dann nehme ich hier eine Feststellzange oder man nimmt eine Gewindestange mit einem riesigen Schrauben, kann man auch. Ich habe halt hier meine Stange, die nehme ich jetzt und dann setze ich von hinten die Schraube an
und das Ganze gleichmäßig auf links und rechts. Wichtig ist halt, dass man die beiden Schrauben immer gleichzeitig anzieht, damit man die Antriebswelle nicht verzieht, obwohl das eher unwahrscheinlich ist. So, jetzt kann ich die Schrauben lösen und hier ist die Welle. Und auf dieser Welle ist auf der einen Seite, genauso wie bei meinem anderen Manta, ist hier eine Ausgleichsscheibe drin. Also auf der linken Seite ist eine Scheibe drin. Jetzt kann ich meine Schrauben rausnehmen und hier habe ich eben die Welle. Bremse kann ich hier abnehmen. Zack. So, das gleiche mache ich auf der zweiten Seite auch. Das mache ich offline. Die Sachen sind ab. Hier habe ich dann die Bremse mit der Bremsdreherplatte. Gut, im nächsten Schritt öffne ich jetzt hier das Differentialgehäuse. Dann machen wir mal die ganzen Schrauben auf. Jawohl! Und zum Vorschein kommt einmal Differential. Ich nehme jetzt das Ausgleichsgetriebe heraus. Dazu muss ich die vier Schrauben öffnen von den Klammern. Gleich einmal die Bügel. Jetzt habe ich die Achse im Schraubstock eingespannt, damit es mir unten schön alles voll tropft. Das ist wichtig. Aber nachdem ich jetzt die beiden Halterungen rausgenommen habe, geht jetzt das Differential an sich selbst raus. Dazu brauche ich zwei Hebel. Kann man jetzt nehmen, was ich will. Ich nehme, was gerade zur Hand liegt. In diesem Fall hier zwei Schraubknirren. Zack, zack. Und dann nimmt man auf und schon ist das Ganze heraus. Ups. Und hier habe ich das Differential. Ja. Das Differential ist doch in einem sehr guten Zustand. Also da hat es nichts. Denn der Satzlager kostet von 300 Euro bis 500 Euro. Aufwärts. Also das ist mir doch ein bisschen zu teuer, da schaue ich schon, dass ich die alte nochmal hinbekomme. Dieses Differential ist noch super in Ordnung, die ganzen Laufflächen, da ist nichts eingelaufen, eingerannt oder sonst irgendwas. Auch die Antriebswelle schaut dementsprechend gut aus. So, liebe Freunde, was habe ich jetzt vor mit dieser Achse? Ich möchte diese aufbereiten, das heißt, sie wird lackiert, sie wird aufbereitet, sie wird schön gemacht. Auch die ganzen Dichtungen, also das Himmelring zum Beispiel hier vorne wird getauscht auf die Seitenteile. Allerdings, ich werde das Getriebe nicht komplett zerlegen. Das heißt, ich habe nicht vor, das Differential neu zu lagern, nachdem diese Lager alle noch schön sind und kein Problem besteht. Ich finde auch, dass wir als Laien nicht anfangen sollten, Differentiale zu zerlegen. Denn man braucht
jede Menge Erfahrung und den richtigen Messwerkzeug, um zum Beispiel Flankenspiel und einzustellen. Dazu bin ich zu schwach, das nutzt nichts. Dazu hat der Mechaniker die Lehre gemacht und sämtliche Sachen. Aber was man schon machen kann, es werden die Dichtungen alle erneuert und das Radlager an sich, das wird auch neu gemacht. Also das besorge ich mir auch neu. Aber das Differential an sich, nachdem es nicht notwendig ist, lasse ich soweit in Frieden. Die Hinterachsverlängerung, die wird auch noch angeschaut. Die wird auch noch zerlegt. Das mache ich aber dann beim nächsten Mal. So, liebe Zuseher, das war es jetzt mit dem Teil 1. Die Zerlegung der Hinterachse. Es geht beim nächsten Mal dann weiter, wenn ich dann das Ganze aufbereite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, auf YouTube. Na Bernhard, was meinst du? Hat er die praktische bestanden oder nicht? Praktisch gut, aber theoretisch muss er noch.